Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Romy und mit Raoul, der noch am Schlafen ist und unserer süßen kleinen Riley. Und Blackie ist natürlich auch am Start. Im letzten Part haben wir ein bisschen neue Kleidung besorgt. Ich glaube, es war im letzten Part. Und das ist alles sehr, sehr spannend hier für uns, ja. Außerdem haben wir uns darum gekümmert, dass Riley ein bisschen vorankommt mit ihren Fähigkeiten, weil wir möchten natürlich, dass sie ein gutes Leben hat, ja? Warum ist er eigentlich am Schlafen? Es ist 15 Uhr, Alter. Oh, Romy hat Hamburger gemacht, geil. Kannst du deiner Tochter vielleicht mal ein bisschen das Laufen beibringen? Das wäre total supi. Weil ich glaube, das ist so ziemlich das Letzte, was jetzt, also Wichtige, was noch fehlt. Ich meine, das mit den Kinderliedern ist auch süß, aber es ist halt, glaube ich, nicht necessary. Riley wird morgen um 18 Uhr alt, dann plane eine Geburtstagsparty und kaufe Riley einen Kuchen. Morgen um 18 Uhr also, aha. Also bis dahin müssen wir das mit dem Laufen hinkriegen. Aber ich glaube, das ist auch grundsätzlich möglich. Wie random. Jemand ruft mich einfach an und möchte, dass wir hier irgendwas bestellen, Alter. So, dann müssen die morgen auf jeden Fall den ganzen Tag daran arbeiten, dass Riley laufen lernt. Und dann wird das schon laufen hier mit uns. Küssen, angeflirtet werden, flirten. Sie ist auf jeden Fall absolut romantic am Start hier. So, wir machen jetzt erstmal Familientreff auf dem Klo. Ich lieb's. Und danach wird Riley wieder laufen beigebracht. Wir wollen ja hier wirklich am Start sein. Da sind die Pfannkuchen auch schon wieder leer. Meine Güte. Wir können ja nachher eine Party für sie schmeißen. Also sie hat es jetzt ganz knapp noch nicht geschafft, aber ich denke schon, dass das noch was wird. Oh mein Gott. Stinky Stinktier, Alter. Du kümmerst dich auch mal wieder um deinen Hund. Nicht, dass er sich vernachlässigt fühlt. Dieses Gemälde ist auch immer das Erste, was die Sims malen, oder? Egal, wie hoch der Kreativitätsskill ist. Ich habe, glaube ich, noch nie gesehen, dass da ein anderes Bild gemalt wurde als Erstes. Die Haushaltshilfe ist da. So, sie möchte auf jeden Fall auch noch laufen lernen. Und das gönne ich ihr ja auch. Also innerhalb von 7 Stunden werden wir es ja wohl hinkriegen, so ein bisschen noch zu erhöhen. Wow, die Haushaltshilfe ist einfach schon fertig. Was ist da los? Kannst du bitte nicht meine Möbel zerstören? Und du bist jetzt soweit. Du lernst das jetzt. Ist jetzt dein Moment, okay? Guck, es fehlt nur noch so ganz bisschen. Warum ist da jetzt eine neue Leiste? Hallo? Ach, sie hat's gelernt. Oh mein Gott. Jawohl. Kind ist sehr glücklich. Kinderlied lernen. Oh. Aber ich glaube, das lernen wir. Also ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ich meine, wir können es natürlich versuchen, aber ich glaube nicht, dass das noch was wird. So, gegen 17.30 Uhr veranstalte ich eine Party, würde ich sagen. Sie ist zwar unheimlich müde, aber egal. So, ich habe ein paar Leute eingeladen. Es sind nicht alle Gäste erschienen. Guck mal, wir nehmen mal Buttercreme. So, und Riley zu Kuchen bringen. Bring das Kind bitte zum Kuchen. Das Kind schläft. Schade. Partyergebnis schnarch langweilig, ist mir klar, weil jetzt noch nichts passiert ist. Aber jetzt lass dein Kind altern, Diggi. Aber jetzt hat sie schon selber Geburtstag. Na toll. Oh. Aber sie ist erfolgreich gealtert anscheinend. Wunderkind, das ist großartig. Yay. Mal ganz kurz. Konnte man sein Aussehen nicht am Spiegel ändern? Egal, dann machen wir das morgen. Weil sie ist jetzt echt zu müde eigentlich. Toll. Gut genug fürs Erste. Oh, Ellie geht auch schlafen, toll. Er möchte noch ein Baby bekommen, das ist ein bisschen schlecht. Warum ist das schnarchlangweilig, hallo? Vor allem die hier oben haben doch Spaß in den Backen. Warum ist das alles schnarchlangweilig, hallo? Absolute Katastrophe, übertreibt doch nicht. Schade. Naja, dann war halt alles kacke. Hauptsache Romy ist schon wieder um 2 Uhr nachts wach. Aber man braucht anscheinend einen großen Spiegel. Weil an dem geht es auf jeden Fall nicht. Riley bekommt noch 1+, süß. Ist ihr Wunsch. Können wir uns ja wünschen, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt was wird. Weil ich glaube, das mit der Schule war hier schon ziemlich hart. Ich will übrigens noch einmal das ganze Bad ein bisschen umstellen. Weil irgendwie immer, wenn ich Blackie rufe, dann funktioniert das irgendwie nicht so. So, und jetzt gucken wir mal, was ihr der süßen Maus für eine Frisur geben. Ich finde die hier eigentlich ganz süß. Süßi. Und da gerade kein Essen da ist, kann sie sich ein paar Snacks gönnen. Sie selbst wünscht sich auch eine 1+ zu bekommen. Oh. Wie gesagt, inwiefern das funktioniert, sehen wir dann. Ich finde ihr Outfit aber eigentlich ganz süß. Sie redet über irgendwelche Preise. Man kennt's. So, die beiden müssen gleich schon wieder weg. Schule beginnt direkt, ne? Oh, die haben sich nicht gut verstanden gerade. Schade. Sie sieht sehr, sehr süß aus. Ich bin ehrlich. Ich hoffe, dass ihr erster Schultag nicht allzu anstrengend wird. Oh, guck. Wenn ich das anders hinstelle, dann klappt das mit Blackie viel besser. Tada! Bill ist schon wieder am Start und die beiden haben gerade interagiert und es war einfach schlecht. Schade. Ich weiß auch nicht, was ihre Mission ist, dass sie Paarberatung lernen will und so. Aber kein Ding. Ja, da ist die kleine Maus schon wieder nach Hause. Aber sie hat absolut gar keinen Spaß mehr. Und sie kommt nach Hause und möchte erstmal ihren Dad umarmen. Süß. Ach, die Hausaufgaben sehen ja hier so witzig aus. Oh. Sehr schön. Er kann bald schon wieder befördert werden. We love it. Die arbeiten hier auch alle hart, ne? Diese Spielstarte, das ist aber auch echt schwierig. Das Bild ist fertig. Ja, toll. Stimmt, das war halt dieses Spiel, wo ich immer nicht wusste, wie man das schaffen soll mit den Hausaufgaben und so. Weil die Bedürfnisse so schnell sinken. Die haben so schnell keinen Bock mehr, ihre Hausaufgaben zu machen und keine Ahnung.
Das dauert Ewigkeiten. Sie hat einfach 12% geschafft. Oh mein Gott, nein. Es ist schon wieder Kasimir Stahl. Notdienst bitte? Ich finde das hier nicht so witzig. Nee, nicht mein Auto. Nein. Nee, lass mein Auto in Ruhe. Der hat ja einfach mein Auto geklaut. Das kriegen wir ja auch nicht zurück, oder? Es ist einfach schon wieder Kasimir Stahl. Was soll das? Was hat der gegen uns? Naja, immerhin wurde er jetzt wieder gefangen, aber... mein Auto. Ich meine, wir haben von der Versicherung 1700 bekommen, aber... Ich kaufe mir jetzt eine Alarmanlage, ey. Und ihr kaufe ich einfach einen Wecker. Also sie hat sich sogar gewünscht, eine Alarmanlage zu kaufen, na dann. Sie könnte ihre Hausaufgaben jetzt noch schaffen. Ich werde die auf jeden Fall zusammen mit Romy machen. Sie wünscht sich einfach, den Geist von Kasimir zu sehen. Ja, so, es wäre ein bisschen weird, wenn der sterben würde. Sie so, ja, kannst du mir bitte helfen mit den Hausaufgaben? Und Mutti nur so, Bro, macht jetzt bitte zusammen die Hausaufgaben. Das ist leider wichtiger. Oh, das geht auf jeden Fall viel schneller mit anderen. Aber dennoch dauert es sehr lange. Weil jetzt hört sie schon wieder auf, weil sie angeblich wieder keinen Spaß hat. Jetzt komm, ihr schafft das noch. Ich glaube, das wird echt super knapp, ne? Hat sie es geschafft? Die Hausaufgaben sind auf jeden Fall verschwunden. Das ist super. Ach, ihr seid so süß, ne? Aber leider musst du jetzt zur Schule, Maus. Du musst arbeiten. Wie lange ist sie eigentlich ein Kind? 7 Tage noch. Okay. Ich habe jetzt mal einen Kumpel eingeladen. Das ist ja immer gut, ne? Ja, immerhin hat sie hier ein bisschen Spaß. Rileys Noten werden besser. Juhu! Und Raoul wurde befördert. Und Riley hat einen Schulfreund mitgebracht. Diese Woche war unglaublich und die nächste Woche wird genauso. Oh, es ist Freitag. Geil. Sie wünscht sich, dass sie mit Noelle Freunde wird. Ach, heute hat sie andere Hausaufgaben mitgebracht. Süß! Ich wusste das gar nicht mehr. Dass das dann immer andere sind. Ich glaube... Dieses, ich habe jetzt hier Hände klatschen gedrückt, ne? Ich glaube, das ist dieses, was einem so richtig viel Beziehung und Spaß bringt. Das wäre ja tipptopp. So, jetzt spielen die auf jeden Fall Hände klatschen. Ich hoffe, das war das. Obwohl, ich glaube, das ist das nicht. Aber abklatschen? Oh, wir sind auf jeden Fall Freunde geworden. Süß. Ja, das ist das. Wo die auf dem Boden hocken. Oh. Naja, jetzt, wo ja gerade so ein bisschen Happy Family hier angesagt ist, ne? Würde ich sagen, beenden wir dann auch den letzten Part in diesem Jahr. Es kommt zwar noch ein Video dieses Jahr, aber... Obwohl, Moment mal. Doch, an Silvester kommt noch ein Video. Da wisst ihr wahrscheinlich schon, was wieder für ein Video kommt. Aber ansonsten kommen keine Videos mehr dieses Jahr. Und dann sehen wir uns ja erst im nächsten Jahr wieder quasi. Ich bin schon ganz gespannt, was dieses Ganze so mit sich bringen wird im kommenden Jahr. Ich meine, so viele Parts haben wir in diesem Let's Play ja auch gar nicht mehr. Sind auch genau 7. Also... Bin ich mal gespannt. Aber ich freue mich, wie gesagt, sehr auf das, was hier noch die Zukunft mit uns bringt. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!